Unsere Augen sind das Tor zur Welt, heißt es. Aber unser wichtigster Sinn ist auch sehr empfindlich und es kann auf vielfältige Weise zu Sehbeeinträchtigungen kommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Medizin nachgefragt, der Sendung von Asklepios. Um alles über Sehbeeinträchtigungen zu erfahren, befrage ich heute Professor Marc Schargus. Er ist Chefarzt der Augenheilkunde in der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg. Herr Professor Schargus, welche Form einer Sehbeeinträchtigung gibt es? Das ist sehr vielfältig. Das kann zum einen die Sehschärfe betreffen, also das zentrale Sehen und was man erkennen kann. Zum anderen auch das Gesichtsfeld, also Einschränkungen im peripheren Sehen. Aber auch das Farbensehen kann beeinträchtigt sein oder die Blendungsempfindlichkeit, das Dämmerungssehen. Das sind alles verschiedene Faktoren, die man messen kann und die eben eine Beeinträchtigung darstellen können. Welche Formen der Beeinträchtigung gibt es im Hinblick auf die Sehschärfe? Die sind auch vielfältig, aber die häufigsten sind die Kurzsichtigkeit, auch Myopie genannt. Das andere ist das Pendant dazu, die Weitsichtigkeit, die Hyperopie. Und dann gibt es natürlich noch die Altersweitsichtigkeit, die jeden von uns irgendwann betrifft. Und die Stabsichtigkeit, also wenn die Brechkraft nicht gleichmäßig verändert ist, sondern ungleichmäßig im Auge verteilt ist. Kann man die behandeln oder wie kann man die ausgleichen? Nun, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste, was jeder kennt, ist die Brille als Korrekturmöglichkeit. Aber auch mit Kontaktlinsen kann man die Brechkraft verändern. Und dann im Weiteren natürlich auch mittels Laserbehandlung, dass man die Hornhaut entsprechend so formt, dass die Brechkraftänderung damit reduziert wird. Und im höheren Alter gibt es auch die Möglichkeit, mittels einer grauen Star-Operation mit einer neuen Linse solche Brechkraftfehler auszugleichen. Diese neue Linse, warum setzt man die ein? Was ist mit der alten dann passiert? Die alte Linse ist in der Regel trüb geworden. Das ist ein normaler Alterungsprozess, der jeden ab dem 60., 70. Lebensjahr eigentlich betrifft. Je nachdem, wie stark das ist, führt es zu einer Sehbeeinträchtigung. Wenn die sehr stark ausgeprägt ist, dann wird eine Operation durchgeführt. Bei dieser Operation wird der Linsenkern, der trüb ist, entfernt. Das Linsenhäutchen, also die Kapsel, bleibt bestehen und dann wird in diesen Kapselsack die neue Kunstlinse eingesetzt, die wir dann vorher berechnen und mit der eben auch Brechkraftfehler ausgeglichen werden können. Das ist aber nicht die normale Altersweitsichtigkeit, oder? Nein, das ist dann die Trübung der Linse des Alters, also die senile Katarakt, wie wir das nennen. Die Altersweitsichtigkeit ist insgesamt früher auftreten, meistens schon Mitte der 40. Lebensjahre, sodass hier die Verformbarkeit der Linse abnimmt, die normalerweise uns ermöglicht, in der Ferne und in der Nähe zu fokussieren. Diese Brechkraftänderung, die nimmt eben ab dem Mitte der 40. Lebensjahres ab bis zum 60., wo dann meistens keine große Einstellung mehr möglich ist. Das ist dann das Alter, wo die Patienten häufig eine Lesebrille dann in Anspruch nehmen. Wie kann es zu Einschränkungen im Gesichtsfeld kommen? Da gibt es ganz vielfältige Ursachen. Die dramatischste ist sicherlich das Glaukom oder auch ein Schlaganfall, der zu einer starken Gesichtsfeldeinschränkung führen kann. Aber auch Infarkte der Netzhaut können dazu führen oder auch die Makuladegeneration kann das zentrale Gesichtsfeld beeinträchtigen. Wie wird das untersucht? Für die Gesichtsfelduntersuchung gibt es bestimmte Geräte in der Augenheilkunde, bei der der Patient in eine Halbkugel schaut und dann werden verschiedene Lichtreize an verschiedenen Stellen gegeben. Und dann kann man erkennen, ob der Patient eben in den peripheren Gesichtsfeldbereichen noch etwas erkennen kann oder nicht. Und wenn er in diesen peripheren, also außen liegenden Bereichen weniger sehen kann, gibt es da noch Untersuchungen außerhalb des augenärztlichen Bereichs, um festzustellen, ob da vielleicht noch eine Ursache vorhanden ist? Ja, da die Gesichtsfeldausfälle im gesamten Verlauf der Sehverarbeitung auftreten können, das heißt vom Auge bis zum Gehirn und die Sehrinde ist ganz hinten am Kopf, wenn hier in diesem Bereich irgendwo zum Beispiel Durchblutungsstörungen auftreten oder auch ein Tumor auf den Sehnerv oder die Sehstrahlung drücken,
Dann sollte man hier eine Bildgebung durchführen, um das auszuschließen, also eine klassische Computertomographie oder Kernspintomographie. Sie haben mit dem Katarakt ja den grauen Star schon erwähnt. Wie sieht es mit dem grünen Star aus? Das ist deutlich komplizierter. Dabei handelt es sich um das sogenannte Glaukom. Das Glaukom ist eine Erkrankung des Sehnervens und führt zu einem Absterben des Sehnervens. Die häufigste Ursache, die mit dieser Glaukomerkrankung vergesellschaftet ist, der hohe Augeninnendruck, der dazu führt, dass Sehnervenfasern absterben. Und dahingehend konzentriert sich dann auch die Therapie. Das heißt, dass man versucht, den Augeninnendruck zu senken beim Glaukom. Das heißt, der grüne Star ist deutlich gefährlicher als der graue, oder? Auf jeden Fall, weil die Veränderungen, die man dort hat am Sehnerven, sind irreversibel. Das heißt, die Gesichtsfeldausfälle, die einmal aufgetreten sind, die kann man nicht wieder korrigieren. Da gibt es ja manchmal auch das Angebot von Augenärzten, den Augeninnendruck messen zu lassen. Für wen kann das sinnvoll sein? Das ist die Vorsorgeuntersuchung für den grünen Star, die bei Augenärzten regulär angeboten wird. Dabei wird normalerweise der Augeninnendruck gemessen als ein Risikofaktor, das Gesichtsfeld und auch der Sehnervenkopf wird angeschaut. Das sind im Grunde Basisuntersuchungen, die ab dem 40. Lebensjahr empfohlen werden, bei Risikopersonen auch früher. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Glaukom in der Familie schon mal aufgetreten ist. Ab wann führen Sie Beeinträchtigungen zu Einschränkungen im Straßenverkehr? Dafür gibt es die Fahrerlaubnisverordnung in Deutschland. Das ist natürlich in anderen Ländern auch anders. Aber bei uns ist die Grenze eine Sehschärfe von 50%. Also das sollte man als Minimum an einem Auge haben. Und der zweite wichtige Faktor ist die Gesichtsfelduntersuchung. Das Gesichtsfeld sollte auf 120 Grad frei sein. Und es dürfen keine Ausfälle innerhalb der zentralen 20 Grad vorhanden sein, sonst kann man nicht einen normalen Pkw führen. Das Ganze ist dann auch nochmal unterschiedlich von der Fahrerlaubnisverordnung, was dann das Führen von zum Beispiel Bussen oder LKWs angeht. Da gibt es dann noch spezielle Regeln. Ist das irgendwie umrechenbar, diese 50%, wenn man jetzt zum Beispiel kurzsichtig ist, ab wie viel Dioptrien das wäre oder sowas? Das geht nicht, nein. Also einen klaren Zusammenhang gibt es da nicht, weil es geht eben um die Möglichkeit, diese zentralen Buchstaben zu erkennen. Eine normale Sehschärfe von 100% vergleicht man mit einem Buchstaben von 0,7 Zentimetern Höhe auf 5 Meter. Also dass man mal einen groben Eindruck hat, wenn Sie sich so einen kleinen Buchstaben an die Wand hängen und den auf 5 Meter sehen können, dann sind Sie bei 100%. Das heißt, das kriegen ja nicht mal alle mit einer Brille Korrektur hin. Genau, deswegen sind die Grenzen ja auch nicht bei 100% zum Autofahren, sondern niedriger. Wobei wir in Deutschland das grundsätzliche Problem haben, dass auch keine weitere Kontrolle des Sehens mehr im Verlauf des Lebens nach dem Erwerb des Führerscheins stattfindet, was durchaus auch kritisch zu betrachten ist, weil natürlich auch ältere Patienten oder seheingeschränkte Patienten dann unterwegs sind, die nie in dem Sinne kontrolliert werden. Die mal gesehen haben, aber es jetzt vielleicht nicht mehr tun. Was kann denn der Gesunde tun, um Augenkrankheiten vorzubeugen? Nun, ein Punkt der Vorbeugung ist die sogenannte Myopieprophylaxe, also die Prophylaxe der Kurzsichtigkeit. Es ist so, dass die Kurzsichtigkeit auf der ganzen Welt als Zivilisationskrankheit im Vormarsch ist und die Menschheit insgesamt viel kurzsichtiger wird, gerade in Asien. Und es gibt jetzt aber die Möglichkeit, diese Kurzsichtigkeit etwas zu drosseln und zu bremsen mittels bestimmter Augentropfen oder auch spezieller Brillengläser, die multifokal sind, um damit das Längenwachstum des Auges zu reduzieren und damit die starken Kurzsichtigkeiten möglichst zu vermeiden. Was ist mit der sogenannten AMD? Die sogenannte altersbedingte Makuladegeneration ist eine Erkrankung, bei der die zentrale Netzhaut, der zentrale Sehschärfepunkt, krankheitsbedingt verändert ist. Es unterscheidet man in eine feuchte und in eine trockene Form. Bei der trockenen Form gibt es bei einigen Unterformen die Möglichkeit, mittels Nahrungsergänzungsmitteln das Ganze zu bremsen, dass es nicht so schnell voranschreitet. Und dort kann man dann Nahrungsergänzungsmittel geben. Das ist eine Kombination dann aus bestimmten Vitaminen, C, D, dann auch Spurenelementen, Kupfer, Zink, Zeaxanthin und Lutein. Und damit ist in einigen Studien zumindest das Voranschreiten gebremst worden.
Es gibt ja eine Reihe Mythen über die Augen und die Sehschärfe zum Beispiel, dass man Möhren essen sollte, um besser zu sehen. Was ist da dran? Ja, da ist sicherlich immer auch etwas Wahres dran. Es ist so, dass das Beta-Carotin, was in den Karotten vorhanden ist, durchaus wichtig ist für das Rhodopsin, also für die Funktion der Rezeptoren an der Netzhaut, die für das Sehen verantwortlich sind. Wenn es hier wirklich zu starken Mangelerscheinungen kommt, das ist aber in der Regel nur bei speziellen Erkrankungen wie zum Beispiel des Darms oder der Leber der Fall, dann kann das durchaus zu einer sogenannten Nachtblindheit führen. Bei der normalen Ernährung wird aber so viel bei einem gesunden Patienten aufgenommen, dass das eigentlich nicht notwendig ist. Das wäre also sozusagen so eine Aufnahmestörung. Genau. Von dem. Zwei Karotten am Tag reichen, um das absolut auszugleichen, was man benötigt. Okay. Es wird auch gerne behauptet, man könne die Augen trainieren, um hier Fehlsichtigkeit auszugleichen. Was ist da dran? Das funktioniert leider nicht so, wie man sich das vorstellt, weil die grundsätzliche Problematik, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf die Altersweitsichtigkeit schauen, nicht ein Training ist, mit dem man das vielleicht verhindern kann, sondern Umbauvorgänge in der Linse. Die Linse wird härter und die Elastizität nimmt ab, sodass dieses notwendige Verformen der Linse, um in die Nähe und in die Weite schauen zu können, dann einfach schon physiologisch nicht mehr möglich ist. Das heißt, man kann da versuchen, die Muskulatur zu trainieren, wie man möchte. Aber es wird sich nichts dran ändern. Sie werden den Alterungsprozess leider nicht aufhalten können, das ist so. Zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Was behandeln Sie sonst in Ihrer Abteilung so allgemein? Also wir sind in der Abteilung der Maximalversorgung. Das heißt, wir behandeln eigentlich alle Augenleiden. Das, was immer noch das häufigste ist, ist der graue Star, der auch bei uns sehr häufig noch operiert wird. Und dann sind wir auch spezialisiert auf Glaukomoperationen, also Behandlung des grünen Stars, aber auch Netzhautveränderungen, sodass wir auch sehr viele Netzhautoperationen bei uns durchführen. Vielen Dank, Herr Professor Schargus. Vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bleibt gesund.